Das ist jetzt etwas unpraktisch noch. Das sind halt so Kleinigkeiten. Da hätte ich jetzt vielleicht dran denken können oder denken sollen. Vielleicht funktioniert es ja, wenn ich die Kiste einfach oben drauf setze. Dass er erst nach dort geht. Wir werden es gleich sehen. Aber wie ihr seht, hat doch schon mal die ersten Bäume weggehauen. So, jetzt helfen wir, wie gesagt, nochmal so ein bisschen nach hier. Und die Farm hier ist irgendwann komplett voll mit Zaplings. Und zwar mit Kompletto. Und dann läuft die hier aber richtig gut. Immerhin 10 Holz haben wir hier schon mal. Also funktionieren tut sie. Und ich überziehe jetzt mal maßlos, weil ich mich gerade so tierisch darüber freue, dass das hier funktioniert. Das ist mir jetzt aber auch gerade Latte. So, komm, du kannst auch noch mal wachsen. Aber es dauert halt immer so ein bisschen, bis wir mal richtig anfangen. Und da haben wir kein Bone Meal mehr. Yay! So, dieses Slack oder wie es auch immer heißen mag, wird weggepumpt. Aber das heißt, glaube ich, die Röhren müsste ich richtig konfiguriert haben. Bist du immer noch am Rumeideln? Du auch noch? Warum eidelt ihr denn, Mensch? Hinz Kinders. Ich glaube, ich hole auch noch mal einen ganzen... Ja, möchte ich jetzt... Ich wollte sagen, ich hole noch mal einen ganzen Stack Oakwood Saplings. Ich weiß noch nicht, ob das so eine mega dolle Idee ist. Weil ich eigentlich das hier, wie gesagt, dann mit anderen Holz verwenden würde. Beziehungsweise ich möchte es auch regelmäßig mal austauschen, das Holz. Ja, du hast noch genug. Du hast noch genug. Hallo! Würdest du mal wieder einen Baum fällen? Wäre sehr nett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Er müsste sie auf jeden Fall, voll den müsste er ja weghauen. Weil das macht ja einen Radius-Upgrade um 11. Normalerweise baut das Ding auf einer ab. Jetzt macht es um 11. Das heißt, es müsste auf jeden Fall. Aber so, ja, so ran. Wenn man da steht und wartet, dass was funktioniert. Hat's ja gemacht, ey. Er hat doch ihren Baum abgebaut. Was soll denn der Murks? Er braucht anscheinend wirklich erstmal, bis er so einen Baum mal wegholt. Den hat er zum Beispiel nicht richtig weg... Ah, jetzt hat er einen. Das dauert wohl wirklich immer so ein bisschen, bis er einmal durchhaut. Verdammt, die Saplings kommen, kommen echt in der falschen Sache an. So, müssen wir mal gucken. Kicken wir mal. Es sei natürlich keine Röhre dabei. Gucken, ob das geht, wenn wir es einfach so darunter setzen. Also irgendwie muss ich das doch ausgeschaltet bekommen. Wie gesagt, ansonsten muss die Kiste halt ganz weichen. Ja, jetzt haben wir natürlich nach. Na, sie kann ja von mir aus auch erstmal, kann sie auch weg. Aber bis wir das Ding hier wirklich voll haben mit allen Saplings. Das wird Ewigkeiten dauern. So, das heißt, ich penne jetzt eine Runde. Dann haue ich da nochmal ordentlich Saplings rein. Ich könnte ja auch noch eine zweite Baumsorte einfach mal mit reinschmeißen. Eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Ich mache mehrere. Einfach mehr Planting. Das ist noch. Und dann, ja, dann haben wir auf jeden Fall eine automatische Baumfarm. Müssen wir regelmäßig noch entleeren, weil es halt noch nicht am automatischen System und alles mit drin ist. Aber, ja. Das sind ja nur noch Kleinigkeiten, ne? So tragisch ist das jetzt auch dann alles nicht. Knusper. Aber das mit der Kiste unten unter wollte ich ja nicht noch versuchen. Wenn ich das dann wirklich hinterher für den Item-Tesserakt. Muss ich mal gleich nochmal testen. So, machen wir es mal hier. Das bisschen Holz weg. So, gucken wir mal. Nehmen wir hiervon einen halben Stack mit. Dann nehmen wir hiervon nochmal einen halben Stack mit. Davon einen halben. Amaranth könnten wir mal ein paar reinschmeißen. Maple von mir aus auch mal einen versuchen. Eukalyptus mal einen versuchen.
Tigerwood Sapling einen versuchen und dann hauen wir noch einen Rubberwood einen mal mit rein und einen Cherrywood. Jetzt brauche ich von den ganzen Holzsorten natürlich auch nochmal das passende Äquivalent. Ich hoffe, ich habe auch noch von dem Gummi was. Ja, Raw Rubber habe ich auch noch und gleich habe ich auch alles voll hier. No, verdammt, hab ich jetzt echt von den ganzen Holzen... Warte, müsste ich doch aber haben. Wollte doch sagen hier, so, dich haben wir ja drin. So, dann brauche ich auf jeden Fall Birke, Spruce und hab die Taschen voll. Ich hab die Taschen voll. Dann nehmen wir mal einen anderen Rucksack hier kurz mit. So. So, gucken wir mal, dass ich auch alles habe. Oak ist ja schon drin. Birke. Spruce. So, zack. Gummi haben wir hier schon mal. Dann haben wir noch den Tiger. Da haben wir noch den Maple. Da haben wir noch den Eukalyptus. Dann haben wir dann so. Und da haben wir noch Dender. So, Jungle habe ich jetzt mit Absicht nochmal außen vor gelassen. So. So, Silverbell. Habe ich jetzt Silverbell-Sapling eigentlich eingepackt? Es ist doch bloß keine Silverbells mehr. Ja, doch, Mann. Ein Silverbell möchte ich natürlich auch versuchen. Weil halt den Test, welche Hölzer funktionieren. Maple. Tiger. Rubber. Und Sakura. Es müsste dann alles sein. So, Baumfarm, ich komme. Ich hoffe, jetzt läufst du dann auch mal. Wie gesagt, also für Server ist das ein bisschen kontraproduktiv, vor allem wenn das Ding im Großen da steht und komplett durchläuft. Da sollte man dann so ein bisschen abwägen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. So, gehen wir mal der Reihe durch. Hier müssen wir auch nochmal kurz Sakura... Maple, Silverbell, Eukalyptus, Amaranth, Rubberwood, so rum ist richtiger, Tigerwood, habe ich jetzt noch ein Silverbell vergessen? Och nö, habe ich jetzt echt? Och nö! Habe ich doch echt noch einen Silverbell vergessen, Mann. Eieieiei. Wie gesagt, das, also mit den Zeplings, das müssen wir dann auf jeden Fall noch irgendwie geregelt kriegen. Zur Not muss ich die Röhren umlegen, wenn es gar nicht anders läuft. Ja, da habe ich nie gepackt. Guten Morgen, bin die Nachtschwester. Eieieiei. Das wird nachher eine lustige Aufnahme noch mit Richerio. Ich muss ja dann sehen, dass ich in der mir verbleibenden knappen Dreiviertelstunde den Kopf freikriege. Erstmal einen kleinen Spaziergang machen oder irgendwas. So. Jetzt haben wir hier wirklich alle drin, was wir reinhauen wollen. So, bringen wir ihm jetzt erstmal die drei Holzsorten bei. So, Birke, danke. Birke, danke. So, du. Du und du und du. Das gleiche machen wir jetzt hier hinten. Bin gespannt, wie die Multikulti-Baumfarm hier dann läuft. Oh, weia, da bin ich echt schon gespannt. So, rein da, Rinder und nochmal Rinder. So, das haben wir. Saplings kann ich ja eigentlich schon mal draußen lassen von den Hölzern, die ich schon gesetzt habe. Weil die kann ich ja dann gleich unten reinschmeißen. Eukalyptusholz, Maple, Holz, Tiger, Holz. Machen wir die jetzt erstmal. Eukalyptus mit Hölzchen und Tiger mit Hölzchen. Und das da, Maple mit Hölzchen. So, hier das gleiche Prinzip. Eukalyptus. Maple. So, du noch.
Na, da sind wir auch mit der Baumfarm hier fast schon am Ende von dem, was sie dann am Ende Schrecklass nach kann. So, die ganzen kann ich jetzt schon mal hier reinschmeißen. Okay, die kann er anscheinend nicht. Schade. Schade ist das. Die kann anscheinend der Planter nicht verarbeiten. Tja, probiert haben wir's. Dann werde ich da wahrscheinlich auch die anderen Rubberwoods brauchen und nicht diesen hier. Aber wir versuchen es auf jeden Fall nochmal. So. Dann müsste man da doch eine Steve Cards machen. Oh. So, Rubberwood. Da, Problem ist doch, da sind wir doch schon mit durch. Da sind wir doch schon durch. Müsste ich jetzt nämlich hier noch theoretisch Doppelrohr legen. Das gute Doppelrohr. So, Rubber. 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 Gucken wir mal. Ah, den kann er anbauen. Wo immer er ihn jetzt auch hingepflanzt hat, erst einmal. Hallo, wo bist du denn, mein kleines Bäumchen? Da ist er. Aber die kann er nicht. Also Maple kann er nicht. Können wir uns also rausnehmen. Maple kann er nicht, Tiger kann er nicht, Amaranth kann er nicht. Schade. Amaranth kann er nicht. Maple kann er nicht, Tiger kann er nicht. Vielleicht kann er Sakura. Beziehungsweise Sakura und Silverbell noch versuchen. Sakura, Sakura, Sakura. Nee, das ist Rubber. Da ist Sakura. Das ist jetzt für mich auch erstmal Try and Error. Gucken, welche Bäume kann diese Anlage hier überhaupt. Aber für die Primären ist doch schon mal schön. Amaranth, Maple, Tiger kann auf keinen Fall. Haben wir eben festgestellt. Sakura. Und Silver. Gucken wir. Da kicken wir mal. Sakura. Und Sakura kann er auch. Sehr schön. Aber Silver kann er wieder nicht. Tragisch. Tragisch. Aber so wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Das heißt, Silver kann er auch nicht. Ein Eukalyptus müsste auch gepflanzt haben irgendwo. Sakura kann er nicht, aber Silver kann er. Umgekehrt natürlich. Das scheint jetzt zu laufen. Da, wie gesagt, da kommt jetzt nochmal für mich der Test mit der Kiste. Wie es da jetzt aussieht. Hoppala. Gut, komme ich sogar noch dran. Ne, Eukalyptus. Ja, hat er gemacht. So, die macht er nicht. Beziehungsweise Silver macht er ja auch nicht. Ah! Das ist unschön! Wie könnte man das anders lösen, dass er dass er zuerst dahin geht? Naja, dabei muss ich rumexperimentieren, bis das funktioniert. Ansonsten wird es so gemacht und ich muss die halt regelmäßig mal, wenn er zu voll ist, entleeren. Oder es wird dann halt noch irgendwie anders bewerkstelligt, da muss ich dann gucken. Okay, Sakura funktioniert also auf jeden Fall. Da wir jetzt eh Aufnahmezeit endgültig rüber sind. So. Könnt ihr jammern. Gescheatet. Jupp. Hab ich. Und. Hier steht auf jeden Fall alles wunderprächtig.
im Strumpf. Und wie viel haben wir denn hier hinten schon drin? Immerhin. Und hier bei dir? Auch nicht so verkehrt. Da frage ich mich jetzt gerade, was für Zeplings das hier sind. Birk-Zeplings. Da ist ein Rubber-Zeppling, da sind die, da sind die, da sind die. Wo hat er denn die Eukalyptus, wenn er sie gepflanzt haben sollte? Hm. Habe ich mich jetzt verguckt? Nee, der Eukalyptus-Zeppling muss geplantet sein. Das Problem ist, der eine fällt... ich komme nicht raus aus meinem Loch hier. Hier, ach, da ist er. Da ist er. Ja, jedenfalls haben wir jetzt eine automatische Baumfarm. Wir könnten, wie gesagt, auch noch die Leaves abernten, wenn wir dies wollen würden. Könnte man vielleicht auch mal machen, so zwischenzeitlich, so nach dem Motto, bitte auch nochmal die Oak Leaves hier reinschicken. Da müsste ich natürlich dann hier noch irgendwo so eine schick weg ins Ende, so nach dem Motto, ranlegen für die anderen. Aber das ist jetzt eine automatische Baumfarm und ja, ich würde mal sagen, das reicht dann auch für heute endlich. Wie gesagt, ich brauche meine Pause noch, eine kleine. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch ein bisschen geholfen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Allein mit dem Biest, wenn wir uns wahrscheinlich, sogar höchstwahrscheinlich, mit der Yu-Yu-Meta-Farm da unten beschäftigen werden. Ja, also, vielen Dank, ja, nochmal vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für positive Bewertungen, Kommentare und fürs Weiterempfehlen des Kanals natürlich und selbstverständlich auch. Das freut und hilft und dementsprechend bis zum nächsten Mal. Tschüss!